Können Sie alle hören? Funktioniert das Mikro? Gut. Worüber werde ich heute reden? Einführung, wie sehen IPv6-Adressen aus? Was gibt es in diesem Zusammenhang für Protokolle, Konfiguration? Da gehe ich mal nur auf Linux ein und auf ein paar Dienste, die ich benutze. Es gibt wesentlich mehr Dienste. Jeder hat so seine Vorlieben, welchen MTA, welchen Webserver, welchen LTP-Server einsetzt. Das ist schon eine Liste von denen, die ich einsetze. Dann ein Punkt, Netzplanung, da sage ich was dazu. Wie kriege ich IPv6 in mein Netz? Sei es jetzt zu Hause mein 3-Rechner-Netzwerk oder auch eventuell für etwas größere Firmen. Punkt 4, wie kriege ich IPv6 nach Hause, wenn ich jetzt damit spielen will nach dem Vortrag. Und dann zum guter Letzt noch, wie ihr mich erreichen könnt und ein paar Literaturtipps. Wer bin ich? Ich bin freiberuflicher Consultant, ich mache irgendwas mit Netzwerken. Und zurzeit zu viel Firewalling. Okay, warum seid ihr? Ich habe ja gerade Fotos gemacht und ich habe für eine andere große Linux-Veranstaltung diesen Vortrag eingereicht. Da kam von einem Organisator. Das interessiert auch niemanden. Das kennt er schon wieder. Wer hier nutzt schon IPv6? Ja, doch schon eine ganze Menge. Wer plant es, demnächst einzusetzen? Okay. Dann schauen wir, ob ich glaube. Krass. ja. Das war die Aussage eines Cisco-Mitarbeiters bei einer IPv6-Konferenz. Der Endbenutzer interessiert sich nicht für IPv6 und um nicht zu sein, hier ist das ähnlich gegangen. Den Vortrag schon mal an der TU Berlin gehalten und der Student, der Werbung für den Vortrag gemacht hat, hat dann auf das Plakat verteilt geschrieben, du willst 2001 4D88 FF und so weiter und so fort lesen. Was ist das? Also machen Sie was los ab. Eigentlich geht nicht. Ja, es stellt sich dann aus, dass es persönlich ist zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgefallen. Seitdem habe ich einen Plugin in Firefox installiert, das anzeigt, ob ich eine IPv4 oder IPv6-Adresse aufrufe. Also es hält einem so nicht auf, wenn man IPv6 benutzt. Was ist mit IPv5? Irgendwann vor 12, 13, 14, 15 Jahren haben sich gesagt, IPv4-Adressen werden hat, brauchen was Neues. Und dann hat man mehrere Vorschläge gehabt, IPv7 hätte es auch sehen können, TDX und Next Internet. Man hat sich aber dann für 6 entschieden, 5 war schon durch das Streaming-Protokoll belegt. Es gibt ein paar Gerüchte in dieser IPv6-Welt. Viele große Provider, viele auch große Provider arbeiten an der Einführung von IPv6. Viele kleine haben es. Viele große arbeiten daran. Viele andere große sagen wieder, da haben wir schon mal gehört, dass es da was gibt. Magenta ist da die Ausnahme, also ich sehe das technisch auf dem Amt des Technischen als realisiert. Sie suchen nämlich noch Kunden, die das auch haben wollen. Haben auch irgendwo bei einer Netzwerkkonferenz dann genau die Pläne vorgestellt.
wie sie das teilen wollen. Keine Ahnung, ich glaube, sie bieten es gar nicht an. Also, es hat jetzt irgendwo einfach um jemanden abgefragt, einen alten Verwechsel bekommen. Das ist noch nicht. Es ist die Telekom. Okay. Herr Hosen, der Server beteiligt, bei Strato kriegt man das wohl, wenn man es nicht fragt. Wenn der Server in Berlin nicht in Karlsruhe steht. Aus der Presse. Also IPv6 macht eine neue Servicequalität der Datenübertragung in Echtzeit möglich. Zum Beispiel für Internet, Telefonie und Internet-TV. Ja, IPv6 hat da im Header so ein paar Bits, wo man Quality of Service Informationen unterbringen kann. Die habe ich aber bei IPv4 auch. Und kein Provider kümmert sich um diese Bits. Wenn ich extra dafür bezahle, damit kann man Geld verdienen. Anderer Mythos, der IPv6 ist viel sicherer als IPsec mit drin ist. Es ist mit drin, aber ich muss es nicht benutzen. Ja, wenn ich IPv6 einsetze, dann kann ich auch kein IPv4 benutzen. Stimmt nicht ganz. Man wird wohl noch so fern irgendwelche Inhalte im Internet wahrnehmen müsste, die ganze Zeit lang noch IPv4 und IPv6 parallel fahren und die ganze Dual-Sec oder irgendwelche Boxen lösen. Ja. Das habe ich an einer großen deutschen Uni von dem einen Netzwerkadministrator gehört, der andere war nicht da. Müsste mittlerweile auch noch 13 Jahre sein. Und das habe ich bei einer großen Firma gehört, bei der ich im Projekt war. Da können wir uns ja nicht mehr mit Nachtrauf reden und müssen tatsächlich Firewall-Rennen bauen. Ja. Kommt zum Schluss. Die Meldung ist schon was älter. Die Icon lädt sich schon 2007 erzeugt, weil 2009, also eigentlich sind wir schon alle tot, weil es keine IPv4-Adresse gibt. Und 2011 werden so die letzten Nummernblöcke vergeben. Vor 3 oder 3 Wochen sind erst 2008 vergeben worden. Also es wird langsam eng. Andere Leute haben andere Probleme. Comcast, ein großer amerikanischer Kabelmodem-Provider, hat für das Management, nur für das Management seiner Set-Top-Boxen, den Slash-8 der Adressen verwendet. Das ist ihnen aber zu klein geworden und sind dann bei der Jana gefragt, können Sie so einen zweiten 8er-Block private Adressen haben? Es wurde hochgelacht und weggeschickt, deswegen beschäftigen Sie sich dann wie folgt. Sie haben halt je Kunde 2,5 Set-Top-Boxen, je Box 2 IP, fragt mich nicht warum. Und sie haben größer 20 Millionen Kunden. Gut. Wir haben 255 mögliche Slash-8-Adresse, einiges reserviert, wohl kann ich nicht benutzen. In Slash-8, 16/12 und 192/178 sind halt private Adressen, wie man sie wahrscheinlich kennt. 127/8 Blueback-Adressen. 169 sind diese komischen Windows-Verteidigungsadressen. Ich krieg keine Adresse per DHCP, also gebe ich mir selbst an und irgendwie funktioniert ein kleines Netz dann auch. Persönlich bin ich eine Fehlermeldung, kann keine Adresse von DHCP-Server bekommen. Viel lieber. Okay. 192.02, das kennen wahrscheinlich die wenigsten, testen und dokumentieren. 224/4 Multicast. Multicast 240/4 Experimente. Und je nachdem, wie man rechnet, haben wir jetzt schon keine Adressen mehr oder haben spätestens 2020 keine Adressen mehr. Aber Adressknappheit ist nur eines der Probleme. Das andere Problem ist die Anzahl der BGP-Routen. BGP ist ein Routing-Protokoll im Internet, was zwischen den einzelnen Providern gebrochen wird. Und das hat letzte oder vorletzte Woche 300.000 Mark geknackt. Ich muss heute Morgen dieses Bild erneuern. Sind ein paar Megabyte, ist schon nicht viel. Nee. 18, 90, 100.
Kommt auch darauf an, wie der Routerhersteller speichert. Ja. Warum IPv6? Früher oder später wird es kommen. Ich finde es besser, sich in Ruhe in so ein Thema einzuarbeiten, bevor man so drei Wochen nachdem die letzte IP-Adresse vergeben wurde, wo ich auch bis gestern IPv6 lass uns mal schnell was machen. Irgendwo ein Computerbild finden wir für eine Anleitung. Und, ja. Dabei sind IPv4-Adressen erstmal nicht knapp. Sie werden nur teurer. In den USA wurden wohl schon viele kleine Provider aufgekauft, weil sie noch große Adressblöcke hatten. Es hat ein reger Handel mit IPv4-Adressen begonnen und es gibt das Gerücht, dass HP damals komplett aufgekauft hat, damit sie nebeneinander liegen, zwei Schachtelnetze haben. Es wird irgendwann einfach günstiger, IPv6 einzusetzen. Und anderes ist, ich möchte zu dem neuen Motherboard, das ich habe, auf den Treiber runterladen. Normalerweise hat der Hersteller nur noch einen IPv6 Webserver, wo ich den Treiber kriege. Ja, es gibt natürlich Leute, die IPv6 für Überflüssigkeit mal für ganz kompliziert und neumodischen Kram brauchen. Ich bin seit 20 Jahren mit einem IPv6 ausgekommen. Gut. Einlösung als NAT, das war ja der ursprüngliche Ansatz, um IPv6 herauszuzögern. NAT auch auf Seiten von Providern, das heißt in Korea ist es ein Teil schon so. Man kriegt zu Hause eine 10-IP-Adresse und wird dann beim Provider genannt. Also der NAT-Router steht nicht bei einem zu Hause, so wie hier der Fall ist, sondern beim Provider. Das kann man auch noch machen, indem man das weiter aufbaut, also dann nochmal NAT und dann nochmal NAT. Und so Sachen wäre sein Webserver zu Hause eine ADSL-Leitung. Das geht dann nicht mehr. Mehrfach NAT. Wer das schon mal troubleshooten dürfte, wird wissen, wovon ich rede. Wer das noch nicht getan hat, viel Spaß. Ja. Ein Problem mit NAT, die gleiche Person, die gesagt hat, das interessiert auch keinen. Was in München in dem Vortrag gemeint hat, ist überhaupt kein Problem, das ist super toll. Und da ist dann auch noch ein paar andere Leute drin. Google Maps ist wohl ein großes Problem für NAT. Google Maps viele parallele Sessions macht. Und dann habe ich mehrere Nutzer, die Google Maps gleichzeitig benutzen. Das heißt, meine Tabelle wird etwas größer und es sollten wohl schon kleinere NAT-Router nicht mehr ganz damit zurechtgekommen sein. Ist natürlich die Schuld von Google Maps. Ganz klar. Auch ein sehr kreativer Vorschlag, 240 Sessions zu verwenden, also als Experimental gekennzeichnetes Netz. In Linux sind es für drei Änderungen am Source Code im BSD eine und bei den ganzen kommerziellen Herstellern, das dürfte noch fraglich sein, ob das jemals funktioniert. Also es ist genauso wahrscheinlich, dass das, oder es ist wahrscheinlich leichter als was ich einbauen muss, das da. Viele andere Optionen, wenn ihr Langeweile habt, es gibt eine Nano-Mailingliste, mehrere IPv6-Mailinglisten, da kann man mal nachschauen, was die Leute sich so überlegt haben, um. Ja. Sehr schöne Idee, kann man einfach da oben Ports verwenden. Also, ich habe hier normalerweise so 65.000 Ports. Nein, du kriegst jetzt Port 1 bis 16.000, Port 16.000 1 bis 32.000, 32.000 1 bis 48.000 und dann einmal den Rest. Habe ich eine IP-Adresse viermal verwendet. Macht natürlich auch Scannen und so weiter viel leichter. Ja, gut. Soweit Fragen. Wie sieht so eine IPv6-Adresse aus? Sie sind 128 Bit lang. Es gibt also theoretisch 2 hoch 128 mögliche Adressen. 2 hoch eine ähnliche Frage kommt gleich noch. 228 ist diese etwas größere und ausreichliche Zahl. Und ich habe sie nachgerechnet, aber es soll wohl 665 Milliarden Adressen pro Quadratmillimeter Erdoberfläche sein. Es gab bei einer etwas länger dauernden Weihnachtsfeier eines großen Berliner Internetproviders
Koordinaten umzuwandeln, damit man gleich auch so erzählen kann, was man macht. Adresse der Dezidual geschrieben, immer zwei Byte werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Und dabei entstehen solche schöne Adressen. FE80.00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 0.
Cloak, dieses FC80/10-Bereich, Multicast, sieht man dann auch mal FF01.1, Multicast of Host, .2, Multicast of Routers. Dann gibt es Unique Local Adressen in zwei Varianten, einmal FC00/8 und MD00/8. Die einen sind zentral verwaltet, die anderen kann man sich einfach so nehmen. Da steht im RFC-Algorithmus dazu, wenn man es auswürfelt und sich das Netz benutzt, nimmt eine MAC-Adresse, die zeigt NTP, jagt das durch SHA-1 und generell auf irgendwelchen Bestand eine MAC-Adresse. Das wird keiner tun. Wir werden ein, zwei, drei Fälle nehmen als NTP-Leute. Hintergrund hier ist, hat das ja jetzt mit privaten Adressen. Firma A hat die 10/8-Adresse verwendet, Firma B hat die 10/8 verwendet. Beide wollen fusionieren und machen dann entweder NAP-Session drin oder Renumbern. Renumbern ist das. Also habe ich eine Stelle, die zentral vergeben hat oder diese Adresse zentral verwaltet. Die werden nicht im Internet geroutet. Dann gibt es 2003, das sind die globalen Adressen, so wie wir sie jetzt verwenden, und 2001 DB8/32, das ist ein Prefix exklusiv für Dokumentation. Das sollte man auch nicht im Netz finden. Und es ist sicher möglich, dass ich von zwei ISPs 48er Netze bekomme und dann aus beiden Netzen globale IP-Adressen auf meinem Rechner habe. Es gewinnt im Prinzip immer die, die ich als Netz bekommen habe. Ich habe einen eigenen Ethernet Frame Type 86 dB. Die kleinste MDU ist 1280 Byte und RFCU-Discovery ist zwingend erforderlich. Aber IPv6 akzeptiert nicht mehr die Route auf dem Weg, sondern nur die End-Host. RFCU-Discovery oder Probleme mit RFCU-Discovery kennen wahrscheinlich die meisten. Wer hat seinen DSL-Router zu Hause, die MTU von Hand runtergedreht? Auf 1491 Bytes. Sie steht nicht mehr auf 1500. Einige Leute halten es ja für eine gute Idee, ICP-Baustelle zu blocken. Und das MTU-Discovery, also gucken, was so die maximale Größe ist auf dem Weg, funktioniert halt nur mit ICP. Und da Leute bei GMX ihre Netze abrufen wollten, mussten sie halt dann die MTU runterdrehen, weil Passant-Discovery nicht funktioniert hat und durch PPOD am Heim-DSL-Router halt noch ein paar Bytes zu dieser Internet-MTU dazukommen. Ja, das liegt nicht hier online, das liegt an den Leuten, die da Passant-Discovery halt nicht unterstützen. Dein kleiner Versuch herauszufinden, wie groß das maximale Größe ist, wenn er keine Rückantwort bekommt, ist nicht da. Dann, ja. IPv4-Header, variable Länge, minimale Länge 20 Bytes, ziemlich voll aus mit Padding hier und Optionen da. Gut, sieht da einfach aufgeräumter aus. Ich habe eine Version drin stehen. 6. Ein Flow-Label, das sind diese magischen Bits, die bessere Service-Qualität ermöglichen. Ein Payload-Length, wie lang ist der angehängte Payload? Ein Next-Header, ein Hop-Limit, TTL und als große Brücke Source und Destination Address. Kommt jetzt. Da ich ja keine Option mehr habe, im IPv6-Header, kann ich andere Header hinten an einen IP-Header anhängen. Beispiel einen Hop-Option-Header, einen Routing-Header, einen Fragmentierungs-Header oder auch, wer schon mal IPv6 unter IPv4 gemacht hat, dem dürfte das hier bekannt vorkommen, Authentication und Privacy, AHA und DSP. Es wird halt als Header angehängt an den eigenen IP-Header und irgendwann zum Schluss kommt dann der Payload. SMB wurde ein bisschen aufgebaut. Es beinhaltet jetzt auch die Funktionalität von ARP, also die IP-Maschine möchte auch die Netzwerkkartenadresse der anderen Seite rausfinden. Bei IPv4 mit ARP, bei IPv6 mit ICMP. Also ICMP pauschal blocken wird zu einem sehr sicheren Netzwerk. Es gibt keine L2-Kommunikation mehr, alles ruhig. Und ich habe
deutsche Protokoll IDMP für Multicast betreiben. IDMP ist so irgendwie der Albtraum eines Netzwerks. Ich kenne kaum Firmen, die irgendwie großartig Multicast machen. IDMP, ich habe mal die ersten Typen. Ich überspringe mal. DNS, ihr habt die Adressen gesehen. Ihr werdet mit mir übereinstimmen und will Namen dazu. Bei IPv4 habe ich einen R-Record. Bei IPv6 habe ich einen Quad-A-Record. Warum Quad-A? Warum vierfach A? Die Antwort wurde gerade fertig schon gestellt als Frage. Ja. Dann gab es noch einen A6-Record, aber der ist mittlerweile wieder veraltet. Da konnte ich irgendwelche ganz guten rekursiven Geschichten bauen im DNS. Und dann von hinten durch die Brust ins Knie schießen. Ja, Reverse Lookups sind zugegebenermaßen etwas eklig. Also, aber sorry, dass es so klein ist. Es gibt IPv6 Kalibrierter Ringer. Das macht es automatisch. Also Reverse Lookup will man es ganz eindeutig. Wie die Konfiguration unserer DNS dann aussieht, zeige ich dann noch später. Network Discovery ist der Satz für A. Aus diesem Prefix oben FF02/104 und den letzten 24 bis der Ziel-IP-Adresse wird dann eine Multicast-Adresse gebaut. An dieser Adresse wird dann ein IP-Paket von Typ 135 geschickt und der Zielhost antwortet mit seiner Layer-2-Adresse einem IP-Paket von Typ 136. Wenn man Webserver betreibt, muss man es nicht wissen, aber es ist als Hintergrund zum Troubleshooten. Dann gibt es etwas Nettes, Duplicate Address Detection. Man macht denn etwas länger Netzwerke? Seit mindestens 10 Jahren. Hattet ihr damals 3-Com-Netzwerkkarten mit weltweit eindeutigen MAC-Adressen? Also MAC-Adressen, also die harte Adressen von so Netzwerkkarten, sollen ja eigentlich weltweit eindeutig sein. So ein Blockadressen kostet irgendwie $1000 und irgendein oder ein Kaufmann, der 3,5 Millionen Geld sparen, den er einen Block dreimal verwenden, nämlich einmal für die Netzkarte für Amerika, einmal für Asien und einmal für Europa. Die mischen sich nie. Also wir hatten, glaube ich, damals insgesamt 6 Netzkarten mit der Ganze. Also das soll was verhindern, dass ein Host eine Adresse bekommt. Es verhindert nicht, dass der falsche Host eine Adresse bekommt. Und wenn ich einen Server habe und einen kleinen und haben beide die gleiche Adresse und der kleine ist zuerst da, hat der kleine IP. Der Server hat dann keine. Gut, das ist das Nette an IPv6. Es gibt Autokonfiguration. Würde es hier IPv6 geben, ich würde mich einschalten in ein Netzwerk, hätte ich eine Adresse. Ein Host wäre eine Interface-ID, zum Beispiel nach einem Adresse, der er jetzt schon hat. Erzeugt daraus eine Link-Local-Adresse mit dem Prefix FE80-60, prüft dann, ob die Adresse schon gibt, fragt dann am Multicast nach, habt ihr irgendwelche Prefixe für mich, liebe Router? Fügt dann je empfangenen Prefix eine neue globale Adresse zu dem Interface hinzu und laufe der Zeit weiter im Netz, kommen irgendwelche neuen Prefixe da hinzu oder fallen welche weg, lernt neue Adressen. Denn auf was hier fehlt? Ja. DNS ist in Autokonfiguration nicht mit drin oder bald wieder drin oder schon wieder raus. Also das ist nicht ganz klar. Es gibt Multicast-DNS. Da gibt es aber das Problem, das Schöne an Standards ist, es gibt so viel davon, dass man das wählen kann. Es gibt eine Microsoft-Implementierung, eine Apple-Implementierung. Ja. Deswegen, und weil wir ja mit DHCP und IPv4 noch andere Sachen übergeben können, haben wir auch IPv6 weiterhin DHCP. Aber den kann ich ohne Probleme redundant betreiben, sofern ich ihn zur Adresskonfiguration verwende. Kann ich mir einfach 10 Stück ins Netz stellen, muss nicht jetzt plotten, okay, der Adresse hat jetzt schon die Adresse gegeben, darf ich die jetzt nochmal vergeben. Das ist ein kleines Problem. Bei DHCP geht es, zum Beispiel das Protokoll. Cisco hat das über einen FTP-Server gelöst, also der Router kopiert dieses Teil über einen FTP-Server, der andere Router löst sie wieder auf,
liest sie auf dem FTP-Server aus und ja. Also mit DHCP-V6 ist das einfacher. Es ist eine Lösung für ein Problem. Ich habe meinen eigenen Client und Server mit auf anderen Ports. Client 446 UDP, Server Relay 445 UDP. Ja, unter Linux gegebenenfalls das Modul IPv6 laden. Wenn ich IPv6 nicht benutzen will, das Modul Blacklisten jetzt nicht geladen wird. Ansonsten kennt man Netz, man kämpft sich mit dem Laptop an, hat eine Adresse, man ist global von überall her erreichbar. Verschiedene an Universitäten, wo der Professor selbst die Router konfiguriert. Interface-Konfiguration kann ich wieder halt über IP oder IP-Config machen. Ganz wichtig, es gibt ein eigenes Paketfilter, IP6-Tables. Also meine Regeln, die ich mir so mit IP-Tables zusammengebaut habe, gelten nicht mehr für IPv6. Ja, wenn ich Linux-Router einsetzen will, und das geht auch vom kleinen Linux mit DDRT oder OpenRT, den Router-Advertising konfigurieren. Ganz wichtig ist, das Sonnenbild zu setzen, sonst funktioniert es nicht. Hat mal 20 Minuten gekostet. Dem sage ich dann, welches Prefix ich vergeben will. Und meine Clients im Netz holen sich dann dieses Prefix. Alternativ, wenn ich ein größeres Netz habe und eine dynamische Linux-Route, kann ich gar nehmen. Ja, Interface-Konfiguration. Hier ist etwas, was rein theoretisch nicht gehen soll, aber doch geht, aber Log-File-Meldungen hinter ist. Netzmaster 112 sollte man eigentlich nicht verwenden. /64, ich habe gerade gesagt, ist so theoretisch das kleinste von drin. Der Provider hat mir 112er gegeben. Es funktioniert hinter ist aber komische Log-File-Meldungen. Der Diensteanbieter sollte genau wissen, was er tut. Und der NAT hat noch ganz, ganz ein bisschen Schutz, dass von außen nicht jeder reinkommt. Bei IPv6 nicht mehr, da habe ich Ende-zu-Ende-Kommunikation. Es gibt Ansätze, weil die Leute das wünschen, auch wieder NAT für IPv6 einzuführen. Aber das dauert hoffentlich noch. Es gibt Gerüchte, dass sie den Standard so kompliziert machen, dass es keiner richtig implementieren kann. Oder muss deine Firewall so bauen, dass man auch nicht kommt. Gut. Paketfilterregeln gelten meist dann für IPv4, wenn man sie hat. Ich habe jetzt noch das kurze Firewall im Tier. Linux IPv6-Tables, die ganzen BSDSPF, Checkpoints, Cisco, sowohl in iOS als auch PixOS, Netscreen, wenn man die größeren Sachen einsetzt. Aber Vorsicht, einige andere überhaupt nicht. Man ist super geschützt vor IPv4 und dann baut irgendjemand einen Tunnel auf, um es auszuprobieren. IPv6 geht einfach durch die Firewall durch. Ein paar Grundsätze zur Firewall. Zum Schutz von ungewollt angehenden Verbindungen. Stack prüfen, woher kommt die Verbindung? Es gibt einen RFC zu dem Thema, welche ICMP-Typen darf ich filtern. Mein Lieblingsthema, um sehr schön zu troubleshooting, die Packet-Infection. Also wir gucken mal genauer in die Pakete rein, was da so drin ist. Die etwas älteren werden wahrscheinlich noch schönes Fuck-up-SMTP kennen. Da hat Cisco nämlich auch die Pakete reingeguckt und das kennen wir nicht. Und hat die Pakete einfach verworfen. Sehr zur Freude diverser Mail-Administratoren, die da suchen dürfen, weil Elo kannte Cisco nicht, die wollten Elo. Nicht mehr wirklich. Ups. Nein, das hat jetzt Stack SMTP. Hast du auch das Ganze gesehen? Das ist ein bekannter Bug, hätte ich sagen können. da durfte ich einem jetzt dieses Mal troubleshooting erklären. Es ist die Fix. Nein, das kann nicht die Fix sein. Es ist die Fix. Das kann nicht die Fix sein. Schick das mal oder mal aus. Nein, das kann nicht sein. Das war die Fix. ASA. Die man nur lokal braucht, den Google-Adresse binden. Und was ist da sonst so gut? Ja.
Nachteil dieser Sache. Aber wenn du Autokonfiguration, ja, okay, dann kannst du auch stimmen. Ja. Ja, stimmt. Also du hast eine Karte konfiguriert und das ist wiederum nicht in Glocke. Nein, wirklich. Anregung war ein Dienst pro Subnet. Ja. Du läufst jetzt auf diesem Subnet. Ja, gut. Wenn der Dienst das unterstützt. Man schreibt einfach das in die Konfiguration ein. In den zweiten Kommand kann man dann noch ein bisschen das Ganze einschränken. Nur auf dieser IP-Adresse laufen. Und zur Tonfall sieht dann relativ simpel aus. Also, wie gehabt, für die IP-Adresse aus, dass ich hier so ein paar komische Quad-Dinger habe und hier ein paar längere Adressen. Da ist IPv6 überhaupt kein Hexenwerk. Schreibt in die Konfiguration Doppelpunkt Doppelpunkt rein. Und startet das Ding neu und da läuft auch auf IPv6. HTTP. Wissen bei Ecke Klammer auf 2001. Das mit den eckigen Klammern ist auch die Syntax, wie ich ein HTTP oder FTP-Client mit IP-Adresse auf der Kommandozeile aufrufen muss. Weil sonst die Programme den Portenteil hinten nicht kennen. Ich hatte auch in einem Vortrag mit jemandem drin, der meinte, man könnte ja die ganzen Bots abschaffen, wenn man die ja genau. Ich habe ihn dann leider auf der Straßenbahn zurück zum Bahnhof wieder getroffen. Da hat er mich auch noch getrickst die ganze Zeit. Bei Postfix, bei Betrag All, dann läuft er auf IPv4, IPv6. Ja. Das ist sehr schön. DAF-Bot. Listen in all IPv6 Interface. But may also be may also listen in on all IPv4 interfaces. Hey, hervorragend. Das hängt vom Betriebssystem ab. Also es könnte sein, dass die Konfiguration auf System A nicht mehr so funktioniert wie auf System B. Gut. Es gibt ein paar Probleme. Als ich den Vortrag das erste Mal gehalten habe, hieß es Switch in Version 3.0 an IPv6. Dann hielt ich den Vortrag zum zweiten Mal und zwei Tage vorher war Switch 3.0 erschienen. Das ist Version 3.1 können wir IPv6. Ab 3.1 können wir es dann wirklich. Apache 1.3 kann es auch nicht wirklich. Der Portmapper unter Linux kann es nicht. Der Standard Linux Syslog Daemon kann es nicht. Diverse Datenbanken haben auch Datenbankhersteller haben auch mittlerweile herausgefunden, dass es sowas wie IPv6 gibt. Selbstgeschriebene Software, so die in Clipboard selbst programmierte Warenwirtschaft, wo der Entwickler schon lange das zeitlich gesegnet hat. Diverse kommerzielle Sachen, irgendwelche kommerziellen Spamfilterlösungen zum Beispiel. Kein IPv6. Was überhaupt kein Problem ist, aktuelle Windows-Version. Vista, Windows 7, Windows 2008. Ohne Problem. Moderne Microsoft-Server reden sogar nur noch IPv6 miteinander. Wenn Sie kein IPv6 finden, tunneln Sie halt. Bauen Sie einen Tunnel auf, sprechen miteinander IPv6 und Netz zieht Sie IPv4 aus. Mit irgendwelchen komischen Protokollen. Wer jetzt wissen will, ob seine Lieblingsapplikation IPv6-fähig ist, deepspace.net. Da findet man dann so alle möglichen Linux-Applikationen und Unix-Applikationen, ob die jetzt laufen oder nicht. So, soweit noch Fragen. Nein. Ja. Ja. Dann wird sich jemand irgendwelche neuen Linux-Adressen einfallen lassen. Es gibt jetzt schon andere MAC-Adressen auf 64-Bit aufzubauen. Da gibt es Überlegungen, das wird bloß nicht funktionieren. Also nicht so von heute auf. Tool, was man so zum Troubleshooting nimmt, Ping und Facebook, da gibt es zumindest unter Linux
Sprechcode 6. Bei anderen Tools, zum Beispiel SSH, lässt sich steuern, ob ich IPv6 nehme, indem ich den Parameter -4 bzw. -6 übergebe. Standardmäßig wird, wenn ich beides habe und der Hoster erreichen will, auch beides habe, IPv6 genommen. Das ist auch der Grund, warum Google und Heise ihre Webseiten noch nicht freigegeben haben, komplett für IPv6. Bei irgendein Tunnel wird ein Tunnel konfiguriert haben und es gibt dann noch IPv6, der Tunnel geht bloß nicht wirklich nach außen und schon ist Google wieder kaputt, weil die ihre Schatzhaft nicht in die Gänge kriegen. Also die Frage war das Kabelmodem, es gibt keinen A-Record, aber einen A-Record und das Kabelmodem hat dann auch keinen A-Record zurückgeben zu müssen. Oder der Router in diesem Kabelmodem, ja. Ja, die Modems sind ja eigentlich blöd. Interessant, was sagt der Hersteller dazu? Es ist wahrscheinlich nicht das Provider, sondern das Herstellung des Routers. Interessant. Kabel und IPv6 ist ja sowieso noch ein Thema. Ich glaube, der DOCSIS-Standard für Kabelmodems, in dem von IPv6 steht, ist gerade noch im Stehen. Es ging um den Router, der da irgendwie mit drin ist. Und die meisten Leute haben ja irgendeinen HDSL-Router als Router als den Server eingetragen. Und wenn der missbaut, dann... Frag mich nicht, Kabelmodems sind nicht wirklich meine Welt. Aber es geht auch um diese... Sie holen sich ja die Software per TFTP ja bei jedem Router. Und ich habe auch Software drauf pushen, vor allem um diese Management-Schnittstelle geholt. So, jetzt kommt das mit der Warnung. Das hier nur in einer Testumgebung ausprobieren, nicht im realen Leben, Hackerparagraf und so weiter und zu Studienzwecken, blablabla. Wer sein Netzwerk genau testen will, da findet man die Tools. Zufällige Text-Header einstreuen oder Duplicated Address Detection Anfragen beantworten. Ja, mich gibt es schon. Wie würde ich jetzt Migration zu IPv6? Es gibt keinen großen roten Knopf, auf den irgendjemand mal draufdrückt und dann ist Schluss mit IPv4 und es wird nur noch IPv6 gesprochen. Stimmt nicht ganz. Beim amerikanischen Verteidigungsministerium gibt es angeblich einen großen Monitor, wo lauter grüne und rote Punkte drauf sind. Jede Dienststelle, die erfolgreich auf IPv6 umgestellt wurde, wird grün. Angeblich haben wir auch einen großen roten Knopf, den wir dann draufdrücken. Wenn die dann noch drin sind und dann schalten sie IPv6 ab. Aber man weiß ja auch von damals, Willy Brandt wurde ja auch rot, bevor er auf den Kopf gedrückt hat. Umstellung kann und muss schrittweise erfolgen. Erstmal muss ich Dual-Effekt fahren, um mein Heimnetz anzukriegen. Der Drucker noch, warum sollte ich weglassen? Der kann aber kein IPv6. Der kleine Disco-Twitter, den ich unter dem Tisch habe, der kann es auch nicht. Also er kann schon die Pakete durch die Gegend schicken, aber kann nicht IPv6 managen. IPv6-Only-User können zum Beispiel erstmal über einen Proxy-Server weiter im Netz surfen. Und surfen ist ja das, was die meisten Leute wollen. Also ist das kein großes Problem. Und die meisten Applikationen unterstützen es halt. Der Endnutzer merkt eigentlich nicht viel davon. Und Windows kann es von vornherein. Möchtest du auf den Schiffsbohrbomben ansprechen? Auf den Schiffsbohrbomben. Tereo. Tereo kommt gleich noch.
Nein, die MAC-Adresse hängt in die Mitte an FE. Dann hast du die Security Extension eingeschaltet. Es gibt, hab ich gerade vergessen, es gibt Security Extensions, deswegen ist das Teil hinten 64 Bit lang, die dann kryptografisch irgendwelche Zufallsadressen auswürfen gehen oder Verbindung. Damit nicht nachvollziehbar ist, wer jetzt da auswürft. Letzte Planung. IPv6 ist nicht IPv4. Umdenken ist gesagt, es gibt keine Daten mehr. Aber es gibt eine FD 4864, in dem beschrieben wird, so löse ich das unter IPv4 mit NAT, so mache ich das mit IPv6 ohne NAT. Oberstes Ziel ist Aggregation, das heißt, unten zusammenfassen, so gut es geht. Nicht schon wieder 300.000 Routen der globalen Routing-Tabelle. Zusätzlich zu den 300.000 für IPv4, oder 350.000 64 ist die kleinste Netzwerkgröße, auch wenn es auf die Netzwerklisten regelmäßig Diskussionen dazu gibt. Verwendung ist erlaubt. Auf einem Point-to-Point-Link zwischen zwei Routern kann man auch 64 verwenden. Kein Problem, man hat genug davon. Nein, man hat wirklich genug davon. Und mit etwas Gehirnschmalz kann ich Interface-Bezeichner von Routern in Adressen reinkodieren und kann dann in Trace-Code sehen, wo mein Paket landet. Und gibt es noch ein RFC 53 und 70, da stehen auch noch so ein paar grundsätzliche Überlegungen, die vergebe ich Adressen. Ja. Lass mich ein bisschen mal ein. Routing-Protokolle gibt es quasi das, was man aus der IPv4-Welt kennt, in angepasster Version. Folgendes, so würde ich vorgehen, so gehe ich vor. Das war eine Testumgebung, das kann man auch schön visualisieren. Cisco und Juniper kann man visualisieren. Feststellen, ob die eingesetzte Hardware und Software auch IPv6 unterstützt. Provider wegen IPv6 nerven, kann zu einem Problem werden. Firewall und Router zum Internet umstellen. Internes Netz, Routing da, dann DNS. Und dann die anderen Dienste. Am besten erst für das, wo der Nutzer nicht viel von merkt, was für SMTP. Da fällt der Nutzer nicht auf. Und mit Fehlern rechnen. Fehler, die plötzlich auftauchen, wenn ich IPv6 einführe, die aber nichts mit IPv6 zu tun haben. Ich habe jetzt mal einen Kunden erlebt, der neue FP-Server funktioniert, wir wollen den alten zurück. Die Applikation hat schon bald nicht funktioniert, aber ja, das war der neue FTP-Server. Hier ist eine Liste mit DSL-Providern, wo ich das über TDSL bekomme, IPv6, und ich kann auch mehrere PPPoE-Sessions auf über eine Leitung fahren. Es gibt Spam über IPv6. Viele kommerzielle Hersteller, Aeroport, etc. können wohl noch nicht. Aber mein Spam-Assistent hat einfach mein Post-Problem gelöst. Ja. Alternativer Weg, IPv6 nach Hause zu bekommen, sind Tunnel. Da gibt es einmal SIS-Access. Es gibt Leute, die mit Hauptverantwortlichen dieses Projekts einige Probleme haben. Ja. Aber die Webseite ist recht gut, da stehen viele Informationen drauf. Also ich habe mit ihm keine Probleme. Alternativ gibt es dann auch noch Hurricane Electric. Steht in den USA, die haben aber auch einen Tunnelpunkt in Frankfurt stehen. Tunnelbroker.net. Wir haben außerdem eine nette Zertifizierung. Also jetzt nicht so was wie Amazon Summer Experience von Microsoft in CSE, sondern beantworte mal ein paar Fragen zu IPv6. Okay, jetzt zeig uns, dass der Webserver IPv6 kann. Schicke eine Datei mit dem Namen an den Webserver, schicke uns den Link dazu, wir prüfen das. Das gleiche dann beim Mailserver, DNS und so weiter und so fort. Also man kann dann gleich gucken, ob das, was man da so sich angeeignet hat, auch funktioniert. Dann gibt es etwas, das nennt sich Teledo. Das ist für einen Hosting-Internat. Es ist von Microsoft entwickelt. Und es ist unter Umständen aktiv bei Windows. Bei XP und Vista ist es so, dass es an einer nicht gemanagten Umgebung automatisch aktiv ist. Bei Windows ist es so, dass es automatisch aktiv ist. Also auch wenn
ein bisschen Windows-C-Client in einer Active Directory-Domain hängt. Er versucht, wenn er eine genannte Adresse hat, durch die Firewall durchzukommen. Das Protokoll an sich funktioniert wunderbar, nutze ich hier gerade auch. Unter Linux gibt es hier und Linux gibt es eine Implementierung, die nennt sich Vireo. Ja. Und dann haben wir noch weitere Möglichkeiten, das ist Fortunnel, Gre, OpenVPN und diverse andere Lösungen. So. Kontaktdaten, dann muss ich noch auf das aufmerksam machen. Nein, kann man auch nicht kaufen. Nö. Das richtet sich eher an die Gesamtfirma. So. Normalerweise habe ich für den Vortrag anderthalb Stunden. Wer hat denn Fragen oder jetzt total. Dass jemand der Internet-Sharing angeschaltet hat. Wer jetzt meint, da soll es wohl vorkommen. Deswegen will man vernünftig eine Switch haben, die unter Umständen auch so etwas wie ein AA-Guard drin haben. Also Router Advertising Guard. Wenn von da ein Router Advertising hinkommt, den Port ist. Ja, das ist eine. Das will man übrigens auch für IPv4 DHCP haben. Man fügt einer sein kein Handy SL oder mit und legt das ganze Netz lang. So, sonst noch Fragen? Ja. Das gab es mal. Das hat man wieder abgeschafft. Aus diversen Gründen. Ich sehe jetzt nicht im Kopf. Die Leute sollen ein vernünftiges Konzept machen und vernünftig umstellen und nicht den gleichen Kram, den sie unter IPv4 machen, auch mit IPv6 wieder machen. Es ist ein anderes Protokoll. Es ist nicht IPv4 mit längeren Adressen. Genügend. So. Bitte. Alles, was da nicht aufgeführt ist, ist noch, da ist halt noch Platz. Sehr viel wird nicht mehr rausfallen, es wird nur so Sachen reinkommen. Also, man arbeitet, also, es ist rausgefallen, ein Network Address Translation Protocol Translation, dass ich zwischen IPv4 und IPv6 hin und her übersetzen kann. Es ist rausgefallen, wir arbeiten jetzt auch wieder in einer neuen Variante. Wenn du es unbedingt möchtest, kannst du es tun. Nein. Autokonfiguration funktioniert nicht, wenn kleines Fläschchen 70 ist. Oder größer, wie man denn sagt. Die Security Extensions funktionieren nicht mehr. Und es soll wohl Implementierungen geben, die Probleme machen, wenn es in anderen Adressen kommt. Kannst du ein IPv4 wie gehabt ausnatten und die Komponenten der IPv6 lassen? Es gibt kein IPv6 mehr. Nein, du kannst nicht zwischen den Adressen umsetzen. Das geht nicht. Du hast IPv4 und du hast IPv6. Wenn du mit deinem IPv4-fähigen Broker sprechen willst, muss der Host auch eine IPv4-Adresse haben. Gibt dieses Protokoll nicht mehr und es ist gerade wieder in der Entstehung. Die Frage ist, wenn es jetzt entsteht, wie lange es dauert, bis es umgesetzt wird. Kannst du ein bisschen was über den
ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das gibt es aber, glaube ich, gar nicht mehr. Dieses Mapping. Wäre ich mir jetzt nicht so egal. Okay, danke. Kann ich das nicht sagen? Ich bin jetzt total verzichtet. Keine Ahnung. Ich nutze ein anderes Tool. Im HDNet oder Fixed. Funktioniert. Oder ein einzelner Hostnet. Keine Frage mehr. Total. Da! Squid. Fab. Squid oder Web. Ansonsten. Welches Protokoll? Allgemein wird es nicht geben. Ich glaube, ja, bin mir aber nicht sicher. Also es gibt diesen Ansatz mit NAT-PT, also NAT für Protokoll Translation. Aber wie gesagt, es wird es bald wieder geben. Damit soll sowas möglich sein. Aber da das alte abgeschafft wurde, wird es auch wieder Probleme geben. Es ist relativ frei. Es funktioniert und also Frage war, wann ist das mit IPv6 so weit, dass man es einsetzen kann, wenn es dann richtig ausgereift und sicher ist? Konservativ frei. Gegenfrage. Wann ist das mit IPv6 so weit? Ich kenne genügend Leute, die behaupten, sich mit IPv4 auszukennen. Ich kenne auch Leute, die bei irgendwelchen Großkonzernen GPU-Router konfigurieren. Es ist ein Wunder, dass das Internet noch funktioniert. Es kam ja die Frage auf, in der Rückverfolgbarkeit eindeutige Adresse. Es gibt durchaus Ansätze, dass du vom Provider dynamisch nur ein Prefix zugewiesen bekommst, was bei jeder neuen Einwahl dann auch wechselt. HCPv6 Prefix geplant. Also ich bin ganz zufrieden mit der Stadt IPv4, was ich zu Hause. Ja. Nein, du kriegst von dem auf dem Netz des Providers dynamisch ein Adressrecht zugewiesen. Nur der Provider hat keine Rückverfolgbarkeit. Und der Core-Speicher dann auch. Diese Security Extension. Und wenn du nur die Security Extension hast, dann kannst du das jetzt, bringt dir das auch nicht. Wir werden ganz schnell rausfinden, ob da 2 oder 3 oder 4 Leute in einem Haushalt wohnen. Und bei Linux sollte man sich einschalten können, frage mich jetzt aber nicht, wie und Linux kannst du auch. Und man kann das auch verschiedene Sachen machen. Adressen, die nur beim lokalen Netz verwendet sind, fest. Adressen, die nach außen gehen, werden dann halt durch die Security Extension verschleiert. Ja.
haben eine Extension für IPv6 angebaut. Es gibt ausreichend große Netze für alle. Also eine Firma braucht nicht 5 Netze, die aussehen, oder 10 oder 20, sondern sie haben ein großes Netz. Die Adressblöcke sind so gegeben, dass wenn du jetzt plötzlich feststellst, dass du noch mehr als deine 65.000 Netze brauchst, dass du dann auch noch einen zweiten Block dazu bekommst, direkt darauf folgen und dass du das zusammenfassen kannst. Und das mit dem Preis ist, also bei unabhängigen Adressen, war eine längere Diskussion, wie sich das überhaupt durchgesetzt hat. Sie sind von ihrem Jahresziel bei maximal 1.000 Routen, die sie vor ein paar Jahren noch hatten, dann abgewichen. Ja, ich glaube, ich bin durch mit der Zeit. Ich bedanke mich für die Anwesenheit. Demnächst im Netz, irgendwo da im Blog, da gibt es eine Kategorie Folien, Mailadresse, Java, später, wenn ihr Fragen habt.